Mein Name ist Max Rosseball. Mein Name ist Osman Çelik. Und wir machen heute den X-Tipp, Spieltagstipp. Wir beginnen mit der Mannschaft. Buxtehude gegen Altengamme. Und da tippe ich ein klares Unentschieden, weil Buxtehude ist gerade abgestiegen und wir wissen gerade nicht, wie die spielen. Altengamme ist dominant. Letztes Jahr haben die uns schwer gemacht und deswegen tippe ich auf ein klares Unentschieden. Nächster Spieltag SV und A gegen Bergedorf 85. Ja, SV und A ist Heim eine gute Truppe. Bergedorf ist letztes Jahr in den letzten 5-6 Spielen sind die ein bisschen runtergekommen. Da tippe ich auf ein 3-1 für SV und A. Ich tippe auf ein 4-1 für SV und A. Patrick da Santos, mal gucken, ob du spielst. Muis, hoffentlich triffst du. Nächster Spieltag, Voran Uhr 1 gegen Mayendorf. Das machen wir zuletzt. Rahlstedt gegen Dersimspor. Ja, Rahlstedt war heute sehr gut, haben die gut mitgehalten. Dersim finde ich dieses Jahr sehr stark. Deswegen sage ich 3-0 für Dersim. Ich kein Deutsch. 3-0 für Dersim. Und die Tore kommen von Eddie und Prince. Ich tippe auf ein 4-0 für Dersimspor. Alle 4 Tore macht Edison Saborges. Genau. Jetzt Lohbrügge gegen Bergstedt. Bergstedt ist neu aufgestiegen. Ich weiß, wie die drauf sind. Ich habe mir sagen lassen, dass Lohbrügge dieses Jahr gut drauf ist. Erstes Spiel verloren, zweites Spiel glaube ich, dass sie heim das machen. 3-1 für Lohbrügge. Ich tippe auf ein 2-1 für Lohbrügge. Lohbrügge hat eine sehr gute Offensive, hat uns die letzten Spieltage, also als wir mal gegen die gespielt haben, das Spiel schwer gemacht. Und deswegen tippe ich auf ein 2-1. Nächster Spieltag. Kosovo gegen Juventude. Und Kosovo ist eine eingespielte Truppe, von letzter Oberliga abgestiegen. Juventude, neu gemischte Mannschaft. Deswegen sage ich ein Unentschieden zwischen den beiden 1-1. Ich tippe auf ein 3-1 für Kosovo. Ja. Und ja, nächster Spieltag Condor 2 gegen Bramfeld 1. Ja, Bramfeld hat sich letztes Jahr mit oben eingemischt. Und Condor finde ich dieses Jahr nicht so stark. Wir haben gegen die auch zwei Punkte liegen lassen, aber dieses Jahr finde ich sie nicht so stark. Deswegen sage ich auf ein 3-1 für Bramfeld. Okay, vorletzter Spieltag Elazığspor gegen TuS Berne. Sag du mal was dazu erstmal. TuS Berne neu aufgestiegen. Elazığspor. Letztes Jahr drin. Letztes Jahr unten drin, hat uns das Spiel hier auch auf unserem Rasen schwer gemacht. Ja. Trotzdem tippe ich, weil die jetzt eine gute Mannschaft haben, auf ein 3-1 für Elazığspor. Da tippe ich auf ein 2-1 für Elazığspor. Ich glaube, dass sie das machen. Der letzte Spieltag, Voran Uhr gegen Mayendorf. Ja, letztes Jahr hatten wir es sehr schwer gegen Voran Uhr. Das wissen ja auch die Fans, jeder. Und Voran Uhr ist heim sehr gute Truppe. Die werden uns auf jeden Fall schwer machen, deswegen sage ich auf, wir gewinnen das sowieso das Spiel, das weiß jeder. Die Fans wissen das auch. Ich sage auf ein 3-1, Max Rosseburg, Vorlage, ich Tor, Furkan Pınarlık und Lauren Schön. Ja, danke.